Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Spirit of the Island. Ja, wir sind wieder wach. Ich habe es dann gerade noch so geschafft, mehr oder weniger, mich wieder zurückzukämpfen. Hatte auch noch was getrunken, aber jetzt will er gar nichts mehr machen. Hallo? Kleiner. Jetzt will er was machen. So, hatte auch den Weizen noch schnell gemacht. Immer noch 66% und hier ist 50. Wieso braucht er jetzt schon wieder Wasser? Ich bin nach Hause gekommen und habe den gegossen und jetzt braucht er schon wieder Wasser. Es ist doch nicht normal hier. Kann man hier nicht irgendwie sowas wie eine automatische Sprinkleranlage oder sowas hinbauen? Jetzt hat er, ich wollte gerade sagen, jetzt hat er genau das einzige Feld genommen, was ich jetzt nicht hätte wässern müssen. Das wäre es jetzt noch gewesen. Aber er hat doch alles genommen. Wieder gegen... Nein, ist schon wieder kaputt. Ich verstehe es nicht. Warum gehen die Gießkannen ständig kaputt? Und warum kann ich die nicht reparieren? Hier, wenn ich draufklicke, es funktioniert nicht. Also nochmal meine Aufforderung an euch. Wenn ihr wisst, wie ich dieses blöde Ding reparieren kann, dann sagt es mir bitte, weil mit jedem anderen Teil funktioniert es, aber nicht mit der Gießkanne. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder was. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es mich tierisch nervt. Hier konnten wir eine Gießkanne machen, ne? Oder? Nee. Doch, hier oben. Da brauchen wir zwei Eisenbarren und zweimal Nägel. Haben wir natürlich alles... Hallo? Wenn ich hier oben draufklicke? Beziehungsweise, ich kann ja die zwei wegtun. So, Eisenbarren habe ich, glaube ich, jetzt keine fertigen mehr. Nee, dann muss ich mir Eisenerz nehmen. Ach so, ich habe aber auch keinen. Nee, das Holz hatte ich auch weggelegt. Das ist das Falsche. Oh, ich hatte ja schon mal erwähnt, das ist jetzt so wie bei Minecraft irgendwie, dass man ständig hier 20 verschiedenen Truhen nachschauen muss. Wo habe ich jetzt was reingetan? Also was ich gut finden würde, das konnte man, glaube ich, bei Minecraft auch machen. Nee, ich glaube, das war mit Hilfe von so einem Schild. Da konnte man die quasi so ein bisschen, ja, individualisieren, wenn man will. Also man konnte so ein Schild dran machen, wo zum Beispiel draufsteht Erze oder sowas. Es reicht ja im Endeffekt, wenn man so ein Bild machen kann, dass man zumindest sagt, okay, hier ist Holz drin, alles mit Holz. Bei dem anderen ist alles drin, was irgendwie Nägel, Schrauben und so weiter ist. Bei dem nächsten sind Erze drin, bei dem nächsten ist Werkzeug oder was weiß ich was drin. Das würde ja schon reichen. Ach so, stimmt, ich kann... Oh, was ist das? Eiseneimer können verwendet werden, um Milch von Kühen aus einer Melkstation zu holen. Stimmt, das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Ich würde sagen, dass wir uns dann dem zuwenden in der heutigen Folge. Dann brauche ich dafür zweimal Eisenbarren, einmal Nägel. Ich mache jetzt erstmal kurz die Gießkanne. Mach nochmal zwei Eisenbarren. Ich glaube, Nägel habe ich jetzt noch, oder? Nee, auf jeden Fall nicht hier drin. Ach so, Moment. Doch, die habe ich, glaube ich, genau. Einmal Nägel. So, das Ding... Jetzt weiß ich nicht. Das ist die kaputte. Steht immer noch Marktwert von 40 Euro drin. Das Problem ist halt, wenn ich die... Ah nee, Moment. Wenn ich die verkaufe, kann ich ja auswählen, welche ich verkaufe. So, das ist jetzt die... Wieso kann man die eigentlich reparieren? Das sollte eigentlich noch nicht hier stehen, wenn die noch nicht kaputt ist. Okay, so... Dann nehmen wir das. Nee, hallo? Du sollst das nehmen. Und wir machen schon mal einen Eiseneimer. Da muss ich jetzt aber mal schauen. Moment, Tiere, ist das hier? Oder war das hier irgendwo? Kleine Garage. Moderner Laden, Steinbank. Kleines Aquarium. War es doch hier? Käsemaschine, Krustentierfalle. Ich konnte doch irgendwo... was bauen, hatte ich doch gesehen.
Ich meine, Sachen zum Verkaufen und so wäre natürlich auch super, aber ich weiß nicht, ob uns das jetzt heute schon was bringt. Ja, gut, den Kühlschrank, den wollten wir eigentlich auch machen. Das bringt uns natürlich noch nichts. Aquarium, das war gar nicht hier. War das in der Werkstatt? Das kann doch nicht sein. Nee. Basisdünger, Heufutter. Hä, aber ich habe doch irgendwo... Ich bin jetzt, glaube ich, im völlig falschen Spiel. Ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich im völlig falschen Spiel. Ich habe nämlich noch ein anderes Spiel. Ja, angefangen, getestet, wie auch immer. Wo ich Kühe und so weiter aber schon hingestellt habe. Und das war definitiv nicht hier. Nee. Hier sind ja die schönen Zäune. Oh Gott, ich bin jetzt tatsächlich komplett im falschen Spiel. Moment, wie lange braucht der noch? 50? 66 immer noch. Ich weiß nicht, warum die so lange brauchen. Gut, mit der Gießkanne wäre vielleicht unauffälliger, aber ich gehe trotzdem mal mit dem Buschmesser nochmal nach nebenan. Ach, das ist doch doof. Wir haben aber nur noch einen Tag übrig. Also bis dahin kriege ich den Weizen nicht hin. Scheiße. Das hätte ich mir vielleicht doch nicht annehmen sollen. Hallöchen, können wir mit dir nochmal sprechen? Hallo Gameplayerin, du kommst vorbei, um dem ältesten und freundlichsten Mann auf der Insel Hallo zu sagen, was? Haha, entschuldige, ich schwöre, ich bin nicht etwa eingebildet, nur froh, jemanden zu haben, mit dem ich reden kann. Ach komm schon, du weißt doch, dass du dich immer auf mich verlassen kannst, oder? Also, was gibt's Neues, John? Das einzig Neue hier... Bist du gerade Gameplayerin? Hahaha. Aber ich denke, das ist erst der Anfang. Wer weiß, vielleicht trägt deine Arbeit dazu bei, dass die Insel wieder floriert und mehr Touristen zu uns kommen. Ja, ich hoffe doch mal. Also im Moment habe ich ja jetzt noch nicht so viel gemacht, bin ich ja ganz ehrlich. Also schon irgendwie viel gemacht und es hat auch alles unheimlich viel Zeit abverlangt. Aber irgendwie dann auch doch nicht so viel gemacht. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir gemerkt, bei dem Viereck... Ich muss noch ein Stück weiter. Bei dem Viereck nach unten. Nee, das ist die alte Frau, mit der ich... Ich will mit der nicht reden. Hallöchen! Du schon wieder, Gameplayerin. Okay, hör mir zu. Ich weiß, dass du erst seit kurzem hier auf Maluia bist. Aber es wäre gut für dich, wenn du etwas Nützliches tun würdest, statt nur herumzustreifen. Oh, aber das tue ich ja. Ich lerne jeden auf der Insel kennen. Oh, dieser Schluck auf heute. Um zu erfahren, wie ich Maluia wieder auf die Sprünge helfen kann. Okay, das ist eine wirklich gute Idee. Ich rede nicht viel mit den Leuten hier, aber ich weiß, dass sie immer etwas brauchen. Ja, ne? Hallöchen. Hey, ich habe an deine Insel gedacht. Du sagtest, dass es dort jetzt ziemlich leer ist, richtig? Hast du jemals daran gedacht, dort Pflanzen anzubauen? Meine Eltern machen das zu Hause. Vielleicht würde es dir ja großen Spaß machen. Ich habe schon daran gedacht, bisher aber keine Zeit gehabt, es auch zu tun. Hast du schon versucht, dort etwas anzubauen? Ja, daran habe ich gedacht. Eigentlich habe ich schon angefangen, hier und da ein bisschen zu ackern. Und ein bisschen macht mir das Spaß. Nö, Mama hat das. Ich habe es nie wirklich selbst probiert. Nur meinen Eltern ein paar Mal geholfen. Es ist nicht das, was ich wirklich gerne mache. Aber es macht durchaus Spaß. Bleib stehen. Hallo, mein Freund. Hast du gefunden? Nein, leider nicht. Der wollte ja das haben. Ja, ja, ja. Ich hab's vergessen. Entschuldigen Sie. Hallöchen. Ich frage mich, ob unser Leben einfacher wäre, wenn es keine Piraten gäbe. So langsam denke ich, dass es so wäre. Aber ist es wirklich so schlimm? Glaube mir, ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe viel Zeit mit ihnen verbracht. Sie verzeihen nicht. Sie plündern unsere Dörfer und haben sich an meinen Laden vergriffen. So, handeln, mein Guter. Ja, ich habe es schon geahnt. Hier kann man nämlich nur das Zeug kriegen. Hatte ich nicht hier... Moment, Weizen? Tag bis Ernte 6. Oh, ja, das kann dann also noch was dauern, okay. Feigensamen, ach du Schande. Das ist Einzelpreis, oder? Oh Gott. Ja, okay. Moment, Krabbenbein. Ich glaube, damit kann man zwar auch was zu essen machen, aber das verkaufen wir mal, damit wir was Geld kriegen.
Muschel verkaufen wir auf jeden Fall. Die Fische, denke ich mal, können wir auch verkaufen. So 28 für 2. 51 für 3. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Die Würmer. Ich könnte dann, ja gut, ich könnte mit den Würmern Köder machen. Der einzige Nachteil wirklich dabei ist, ich glaube, da brauchte ich Fett für, ne? Kein Harz, sondern Fett. Ich meine, gut, ich kann mir zur Not immer noch neue holen, muss ich dazu sagen. Das sind auch nochmal 189. Also, die verkaufe ich mal einfach. Ach so, genau, den wollte ich noch für 140, weil den brauche ich ja eigentlich nicht. Ja. Also, ich habe ja nur eine. So. Boah, ich habe jetzt über 1000. Ich bin steinreich. Bananen. Okay, wenn ich jetzt Bananen anpflanze, dann bin ich nicht mehr so reich. Aber ich kriege da tatsächlich nur eins für, ne? Wir könnten das mal mit ein kleines probieren. Man, da. Ja, ich krieg da nur eins für. Und ich brauche ja eigentlich 6 Stück, um eins anzupflanzen. Das ist Wahnsinn. Das ist tatsächlich kompletter Wahnsinn. Ich würde sagen, dass wir hier auch noch so ein bisschen was von dem Essen verkaufen. Dann haben wir auch noch mal. Ich glaube, das wird demnächst unsere Einnahmensquelle werden, dass wir die Felder abernten, dass wir Salate machen. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Avocadosamen habe ich auch nicht, ne? Die sind ja nur so billig, sage ich mal. Billig ist relativ, weil die hier wachsen. Die Bananen bräuchte ich. Naja, gut, ist die Frage, wofür? Fürs Essen machen wahrscheinlich, ne? Die Frage ist, wofür brauche ich sonst das Geld? Also wenn wir mal so, weiß ich nicht, 5000 haben, müssen wir auf jeden Fall nochmal hier reinkommen. Sozial hat sich verbessert. Moment. Oh, da oben 17, 13. Aber die anderen, die sind alle immer noch so 25, 24. Mit der habe ich jetzt schon so oft gesprochen. Die ist gerade mal auf 20. Eieiei, okay. Ach so, wir waren links eigentlich. Ja. Vielleicht können wir das dann noch machen in der Folge. Das war auch kein Baum, was ich zuletzt gesehen habe. Hallöchen. Was dackelt der denn hier so rum? Moment, mit denen kann ich. Oh. Ja, verglichen mit dem Geld, was wir haben, ist es jetzt gar nicht mal. Also wenn wir mal ganz dringend Eisenerz brauchen. Was kriegen wir, wenn wir das verkaufen? 3 pro Stück. Aber er verkauft es für 5. Ja, toll. Ja gut, ne? Markt halt. Jemand hat mir erzählt, dass du dich hier um ein Stück Land kümmerst und darüber nachdenkst, etwas anzupflanzen. Grundnahrungsmittel sind hier immer gefragt. Einige Orte wie die Bar können immer frische Zutaten gebrauchen. Ah, das sagst du mir jetzt erst. Ich gehe da manchmal nach der Arbeit hin. Vielleicht sehen wir uns da irgendwann. Ja, du hast richtig gehört. Ich habe noch nie so etwas gemacht. Aber mir gefällt die Idee, etwas Neues an einem Ort zu beginnen. Außerdem wird es großartig sein, Maluhia mit meinen Erträgen zu helfen. Ich freue mich auch, dich wieder zu treffen. Ich mag deine positive Einstellung, junger Mann. Hallo? Hast du keine Brille auf? Solltest du eine Reparatur brauchen, komm bitte vorbei. Okay. Keine Sorge, wenn ich mich ab und zu von der Natur ablenken lasse. Aber ich finde sie so faszinierend. Die Natur ist eines der wertvollsten Güter. Es ist kein Wunder, dass eine so schöne Insel von so vielen Menschen bewundert wird. Es ist wirklich schön, das von dir zu hören. Leider teilt nicht jeder diese Idee. Vielleicht wird sich das mit der Zeit ändern. Ich hoffe es. Okay, die Hexe ist irgendwo über mir. Da, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Nachmittags bleibe ich gern daheim und erledige meine Sachen. Toll. Okay. Mit ihr können wir nochmal sprechen. Die ist irgendwo. Ah, die läuft da hinten rum.
Hat die nicht gesagt, ich kann was bei ihr im Laden kaufen? Oder wie war das nochmal? Oh, hallo, weißt du, dass bald Käfersaison ist? Ich bin schon sehr aufgeregt darüber. Warum? Oh ja, das ist ja toll. Freust du dich schon, all die Käfer zu sehen? Das tue ich. Ich habe Insekten schon immer geliebt, als seit ich klein war. Ich finde sie so faszinierend. Ich kann es kaum erwarten, sie wieder überall zu sehen. Ich find's nicht faszinierend. Ich find's eher eklig. Aber okay. Jedem das Seine. So. Mal schauen. Also wir können den Weg darunter gehen oder auch nicht, weil wir hier am Baggen sind, weil wir nicht sehen, wo wir gerade entlang gehen. War das nicht hier irgendwo? Nee, unter dem M habe ich mir gemerkt. Komm her. Ah, wieder ein Schatzkartenfragment. Sehr schön. Mich würde nur mal interessieren, wie viel ich eigentlich dafür brauche, weil da stand ja was. Ich soll mehrere zusammensammeln. Aber da stand nicht, wie viele. War das hier? Ja. Jetzt habe ich wieder keinen Platz, oder? Doch, ein bisschen habe ich noch. Ist das noch da? Das ist noch da. Das wollen wir aber nicht haben. Das ist auch noch da. Sehr schön. Okay, das scheint nicht... Ah! Was ist los? Nein! Kann ich aber nicht damit neutralisieren, oder? Offenbar nicht. Achso, ist schon auf 5. Hallo? Kann ich die nicht so essen? Oh, ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Können wir denn vorher noch was anderes hier einsammeln? Oh, das ist nicht gut. Ehrlich, das ist gar nicht gut. Wir sind, glaube ich, schon mal in die grünen Dinger reingelaufen, oder? Also ich doof. Hm, hier kann man nichts machen. Okay. Da unten ist auch wieder grün. Ich frage mich ja immer noch, ob hier die Fledermäuse wieder kommen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Wow, wow, was ist das? Wow. Aber ich bin nicht mehr vergiftet. Vielleicht hat dieses Viech das gerade neutralisiert. Ich gehe mal lieber wieder raus. Dann kann ich euch auch direkt noch mit einsammeln. Dann habe ich wieder ein bisschen was da. Boah, was war das jetzt hier? Angriff der Dune-Regenwürmer oder was? Oh. Holla die Waldfee. Okay. Ich würde sagen, wenn wir das nächste Mal bei voller Gesundheit sind, dann... dann schauen wir mal, wie stark die Dinger sind. Ich dachte, ich kann jetzt hier einfach so locker flockig das Ganze wegmachen. So, jetzt gehen wir wieder Richtung... Oh, was ist das? Cool. Da ist nichts drin. Wo sind wir denn gerade hier? Aber hier bei der Angelstelle, da waren wir doch öfter schon mal. Da war doch noch nie so eine Chest, oder? Oder vertue ich mich da jetzt? Oh, bin hier runtergesprungen. Da oben ist die Hexe. Da wollen wir auch nicht hin. Moment, wo sind wir denn gerade? Ein Stück weiter und dann nach unten. Aber ich... weiß nicht, ob wir da jetzt noch was verkaufen können, weil wir haben ja eben die Krabbe noch besiegt. Hallöchen. Nee, er ist natürlich nicht mehr da, war ja klar.
Ja, und den Rest des Tages bin ich am Pennen. Ja, ich hab's schon verstanden. Okay. Was ist das denn? Ach so, das ist eine Blume. Ach, ich habe jetzt irgendwie gerade totalen Spleen gehabt. Ich dachte gerade, das wäre. Nee, das ist die Oma da oben, oder? Ich dachte gerade, das wäre so ein Riesen Erdbeere oder sowas. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Aber so richtig nach Blume sah es jetzt ehrlich gesagt auch nicht aus. Mit dir habe ich schon gesprochen, ne? Also für heute. Ja, also ich würde mir wirklich wünschen bei diesem Spiel, wenn es wirklich so eine Art Port geben würde, dass man einfach sagen könnte, ja, man portet vom Haus oder zumindest zurück. Es muss ja nicht unbedingt hin sein, aber dass man dann, wenn man irgendwo im Dorf ist, was weiß ich, mittig im Dorf oder sowas, dass man einfach irgendwo draufklicken kann auf so einen Portstein und man dann wieder direkt nach Hause kann, weil so ist das irgendwie. Ja, ist immer noch 66. Nee, das schaffen wir niemals mit dem Weizen. Jetzt haben wir 1355 an Gold. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gerade erwähnt habe. Nee, Moment, das Fett habe ich woanders drin gehabt, oder? Das habe ich doch im zweiten, meine ich, gehabt. Ich sage Minecraft. Ach ja, wir haben es immer wieder gerne gespielt. Das tun wir mal rüber. Aber es ist halt sehr kurzweilig, muss man auch sagen. Also es macht unheimlich Spaß in der Zeit, während man es macht. Aber wenn man dann so ein gewisses Level erreicht hat, naja, es ist halt immer nur das Gleiche, ne? Das ist so der Nachteil. Man hat zwar verschiedene. Uralter Stein, den habe ich tatsächlich komplett neu. Okay. Habe ich den blauen Pilz irgendwo? Kann ich den hier in der Küche eigentlich verwenden, oder? Hier kann ich tatsächlich nur Essen machen. Nee, Moment, Gegengift? Elixier. Nee, aber für beides? Großer Trank. Für alle drei Sachen brauche ich es nicht. Milch ist ein wichtiges Getränk, kann von Kühen erhalten werden. Zunächst brauchst du jedoch einen Eiseneimer, um die Milch aufzufangen und auf dem Herd einen Krug zu kochen. In einem Krug zu kochen. Einen Krug zu kochen, genau. Okay. 0%. Ja, wie gesagt, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Aber ich denke, theoretischerweise müsste das ja auch gehen, wenn man hier nicht die ganze Zeit am Gießen ist, oder? Jetzt hat sie gar nichts gemacht, oder was? Soll ich mich veräppeln? Den Boden, das dauert auch unheimlich lange. Was halt wirklich komisch ist, die Sache mit der Gießkanne, dass die Gießkanne erstens kaputt geht. Nein! Och, wollt ihr? Das kann doch nicht sein, dass die so schnell kaputt geht. Ey. Nee. Danke, aber nö. Ey, das ist doch einfach nur ätzend. Da muss ich ja. Kann ich mein Feld ein- oder höchstens zweimal machen? Zwei Nägel, zwei Eisenbarren. Und dann kann ich wieder nichts mehr machen. Das ist doch bescheuert. Dann muss ich mir wieder eine neue machen. Moment, die habe ich hier. Hä? Ja, ich habe die gerade von links genommen und wollte die rechts zu den anderen reintun. Was ist das denn wieder für ein Schwachsinn hier? Nein? Boah, jetzt geht das aber ab hier. Moment, zwei Eisenbarren brauche ich nur. Eigentlich brauche ich drei. Achso, ich habe jetzt kein Eisen dabei. Ah, Brennholz habe ich auch nicht. Das habe ich noch hier oben drin. So. Ich will ja auch nicht. Hallo? Ich will das Ding benutzen. Ich will nicht die Gießkanne dagegen machen. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, warum jetzt das dritte Mal diese dämliche Straßenkehrmaschine bei mir vom Fenster vorbeifährt. Ich kann nur hoffen, dass ihr das nicht zu extrem hört. Weil ich raste hier gerade innerlich aus. Nägel. Oh. Okay, das ist ein Fünfer-Set gewesen. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt.
Ich meine, es ist recht schnell, wenn man ein bisschen auch Minenarbeit macht und so. Oh, dieser Schluckauf. Geht's recht schnell. Aber hatten wir nicht eben 1357? Ich habe jetzt 1355 oder meine ich das nur? Ich gebe doch nicht irgendwie im Hintergrund Geld aus, oder? Hallo? Hilfe? So, Gießkanne. Kann ich nur eine mitmachen, ne? Ja. Ist mir jetzt auch egal. Das kann doch echt nicht angehen hier. Die Frage ist halt, brauche ich die Gießkanne zwangsläufig oder ist es wirklich nach so und so vielen Tagen fertig? Das wäre jetzt das Nächste, was man noch herausfinden müsste. So, davon haben wir noch nicht genug. Das können wir wahrscheinlich erst machen, wenn wir dann einmal was abgeerntet haben. Die hatte ich schon gemacht. Das ist aber bald fertig, ne? Ne, 66%. Na gut. Ah, ja. Dann, ich bin gerade am Belegen. Wir wollten noch mal kurz zu der Anlegestelle, glaube ich, oder? Ich will eigentlich, jetzt bin ich hier mit der Gießkanne, ich will eigentlich jetzt nicht die Zeit hier so, wieso ist hier ein Zaun? Den kann ich theoretisch kaputt machen. Ah, das ist mein Zaun, ne? Wenn ich das richtig sehe. Was ist mit euch? Blumen! Die kann ich auf jeden Fall bei der einen verkaufen. Oder selber was brauen. So, Moment. Hier ist ein Bötchen. Aber hier ist nur eine südliche Anlegestelle. Ist noch was weiter unten? Hier sind wir doch rumgelaufen, oder? Ja, geh doch einfach drumherum. Boah, geh bloß nicht da hoch. Ehrlich. Reingehen kann ich auch nicht. Wieso kann ich hier nicht reingehen? Dein Boot. Du hast kein Boot. Ja, das ist mir klar. Ich weiß auch nicht, warum der eine, ich glaube, vorletzte Folge gesagt hat, dass ich ja jetzt ein Boot habe. Deswegen reisen kann ich deswegen nicht. Okay. Das kann ich ja nur nachvollziehen. Verwalte dein Boot hier. Jede Insel hat eine ähnliche Anlegestelle wie diese. Sprich mit dem Captain, um Boote zu kaufen. Ja, der hatte ja gesagt, ich soll nochmal wiederkommen. Also, dass ich jetzt nicht direkt eins kaufen kann. Dann habe ich hier diese Anlegestelle nämlich gesehen. Okay. Dann hat er das gar nicht... Oh, das sind auch nochmal Blumen. So. Das hier habe ich bis heute noch nicht verstanden, aber ich habe im Nachhinein überlegt, Smaragd, Langschwert, weil unten waren noch normale Sachen, meine ich. Nee, Lederrüstung, Holzschwert, Ei zum Beispiel, Goldaxt, Goldschild, Pizza, Sushi, warme Mahlzeit, haben wir hier irgendwo einen Salat? Natürlich nicht. Uraltes Ei. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, das ist das vierte Mal, dass ihr jetzt hier vorbeifahrt. Habt ihr irgendwie den Schuss nicht gehört, oder? Also, was da draußen gerade abgeht, ich weiß es nicht. Schokolade. Kissen. Piratengürtel. Besitze diesen Gegenstand nicht. Ja, aber dann hat mich mein Gefühl nicht getrügt. Na gut, man kann jetzt wahrscheinlich keine... Moment, Wasserflasche. Wasserflasche haben wir doch. Da können wir jetzt so nur eine neue machen. Wasserflasche. Nein, willst du mich jetzt? Ey, das ist nicht euer Ernst. Jetzt bin ich hier so lange rumgelaufen, weil ich den Salat gesucht habe, ob der hier drin steht. Und jetzt kann ich diese scheiß Wasserflasche nicht anklicken. Ist das euer Ernst? Die Milchkanne hatte ich jetzt sowieso nicht dabei, ne? Nee.
Weil ich habe das nämlich so im Gefühl gehabt, dass man die vielleicht hier reinstellen kann und dann vielleicht ja alles einmal herstellen. Und ja, und ich weiß nicht, ob man da irgendwie Punkte für bekommt oder was. Man steht hier vorne nichts drauf. Da stand nur, erfahre mehr über deine eigene Geschichte. Ja, toll. Das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Oh, aber dass der mich dann noch nicht mal diese blöde Wasserflasche da reinmachen lässt, ne? Kriege ich jetzt zu viel. Ja, dann würde ich sagen, dass ich. Oh, Moment, ich kann noch Salat, aber das macht die dann wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, ich bin nicht in der Stimmung. Oh, wenn ich das schon lese, ehrlich. Kann ich das Ding auch nicht öffnen? Doch, das kann ich noch eben öffnen. Wobei, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo die Pilze überhaupt hinkommen. Ich tue die mal am besten mit hier rein. Die Blumen will ich ja verkaufen. Oh, wieso sind die so schnell weg? 2 Tage? 3 Tage. Okay. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, dass ich dem Dümmsten des Spiels nachgebe, nämlich dieses mit dem Schlafen. Das regt mich ehrlich gesagt so extrem hart auf. Und kann ich überhaupt trinken? Ich meine, das ist ja lebenswichtig. Doch das darf ich noch. Trinken darf ich noch, aber ich darf das nicht mehr auffüllen wahrscheinlich, nehme ich mal an. Okay. Gut, dass ich hier erstmal die Folge beende und dass wir dann in der nächsten Folge mal gucken. Wir haben ja den Eimer gemacht und können den im Moment eh nicht gebrauchen. Ach so, den Eimer könnte ich mir aber schon mal kurz ins Inventar tun, damit ich daran auch denke. Das einmal weg und den rein. Ja, hol dir mehr und bastle daraus eine Schatzkarte. Keine Ahnung, wie viel man braucht, vielleicht 10 Stück oder so. Ja, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir dann den Rest auf jeden Fall in der nächsten Folge dann ausprobieren werden. Den Eimer mal versuchen dahinzustellen, vielleicht eine Wasserflasche. Also wenn es mit dem Eimer funktioniert, den haben wir ja übrig, dann können wir auch eine Wasserflasche erzeugen, also sprich herstellen und hier dann auch da reinstellen. Ja, die anderen Sachen haben wir ja nicht so wirklich, dass wir die jetzt gerade machen können. Okay, ich gehe dann mal ins Bettchen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.